eine Geschichte, die ich sogar, ich meine, in dem Oldtimer-Markt sogar nochmal nachlesen konnte. Ich hatte sie aber vorher schon auf dem Schirm. Ich spreche jetzt mal in der etwas konjunktiven Form. Also ich meine mich zu erinnern, dass es so war, dass es eine gewisse Gruppe von Leuten, durchgeknallten VW-Mechanikern gab, die irgendwie unglaublich Bock hatten, nachdem es halt diese ersten GTs und GTEs mit längs eingebautem Motor gab in Ingolstadt, hatte sich natürlich sehr schnell nach Wolfsburg rumgesprochen. Optisch war ja die Ähnlichkeit recht groß, aber der Motor steckte halt noch in der falschen Einbaulage im Motor, und dann hat man sich gedacht, Mensch, wäre ja toll, so ein Golf mit Dampf da drin und so weiter und so fort. Und diese Idee ist bei dieser Handvoll großen Gruppe immer größer geworden, und dann haben die sich, so meine ich mich an die Sage zu erinnern, in einer der Werkshallen in der hintersten Ecke verkrochen. Dann haben sich so nach und nach eine Ecke abgeteilt, die keiner so wirklich auf dem Schirm hatte. Und dann haben die sich, die saßen ja in der Quelle, dann haben die sich eine Karosse genommen, dies, das, jenes und so weiter, bis die dann die ganze Scheiße da liegen hatten, was sie brauchten für ihre Umsetzung der Idee. Und dann stand da halt irgendwann ein Golf mit einem 1,6er Motor und dies und das und die. Und dann war das große Problem, ja, das machen wir jetzt mit der Spritze. Dann haben die sich Teile vom Audi 80 da irgendwie umgeschweißt, umgefummelt, was auch immer gemacht. Und haben also immer mehr an diesem theoretischen Golf GTE, nennen jetzt mal extra GTE, weil es war ja im Prinzip alles noch Teile vom Audi 80 GTE, haben die dann gebaut. Es gibt leider, oder mir sind zumindest, vielleicht auch da in die Kommentare reinschreiben, ob es da genauere, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der vielleicht sogar Bilder aus dieser Zeit, um diese Geschichte zu bestätigen. Auf jeden Fall ist dieses Auto soweit fahrbereit geworden. Und ich meine, kurz vorher oder kurz nachher ist die ganze Geschichte aufgedickt. Irgendeiner konnte die Klappe nicht halten. Naja, und irgendwann war das ja völlig konträr zu dem, was ich im letzten Video schon gesagt habe, dass der größte Golf geplant ein 85 PS Golf war. Darüber hinaus sollte das gedeckelt werden. Sicherlich noch ein Stück weit der Situation geschuldet, dass man ja aus der Käferecke kam. 34, 40, 50 PS. Für diese Gehirnwindung waren 85 ein Rennwagen. Also man hatte gar keine Ambitionen in Richtung 100, 110 oder vielleicht noch mehr PS. Und diese Verrückten da in der Halle hatten genau das als Ziel. Die wollten ihre am besten 150, aber erstmal mit den 110 PS einen Golf GTE bringen, der sich vorwärts und rückwärts bewegt. Was sie dann auch geschafft haben. Naja, und als dann das Ganze dann leider Gottes aufgetickt, sind wohl laut der Sage alle entlassen worden, sind alle rausgeschmissen worden. Das Auto sollte verschrottet werden. Und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die Zusammenhänge. Irgendwie ist es aber dann nicht verschrottet worden. Ob jetzt irgendeiner der Kugelschreiber-Täter dann doch ein Einsehen hatte. Und irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass diese Idee irgendjemanden da mächtig angefixt hat. Und sagt, Mensch, das ist ja gar nicht dumm, was die Idioten da gemacht haben. Idioten jetzt im Positiven. Aber die waren ja schon weg, man konnte sie auch nicht fragen. Man hatte sie kurzfristig eliminiert, weg waren sie, die Ecke war verwaist, da stand die Karre rum. So, und dann ist man hingegangen und hat meines Erachtens mal so unter der Ladentheke so ein paar vereinzelte Leute einmal, was hältst du denn davon, so eine Golf GTE? Oh, toll. Und dann waren so schnell quasi Autos verkauft, die ja noch gar nicht existierten. Und dann hat man sich hingesetzt und hat diese ganze Geschichte überdacht. Dann wurde dann halt auch aus dem Golf GTE, wurde dann der Golf GTI, was sich einfach besser anhörte und eine gewisse Eigenständigkeit signalisieren sollte. Und dann meine ich mich zu erinnern, dass diese Leute alle angeschrieben oder ihnen mitgeteilt wurde, dass sie wieder eingestellt werden würden. Einige sind dann wohl aus Frackigkeit gesagt, ihr könnt nicht mal, wir kommen nicht mehr, aber ein paar sind dann gekommen. Und dann ist also quasi dieser Golf GTI auf Basis dieser Halleneck-Lösung Golf GTE entstanden. Was daraus geworden ist, brauche ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das wissen wir alle selber. Was das für eine unfassbare
Bewegung ausgelöst hat, inklusive Wörthersee und. Es gibt ja nichts, was dieser Golf GTI nicht in irgendeiner Form geschafft hätte. Ne? Also das, und das alles begründet sich auf der Sage von diesem Golf, der mit Teilen des Audi 80 GTE aufgebaut wurde. Dann ist das nachher alles die Serienfertigung hat dann, ich denke, Pierburg, also es ist ja alles Bosch gewesen, aber dann haben irgendwelche Gießereien haben dann halt das erste Saugrohr für einen quer eingebauten Motor. Ich weiß gar nicht, wie die das, wahrscheinlich haben die das selber geschweißt, irgendwie einen GTE-Saugrohr da drauf und hin und her, dann alles angepasst. Es ist ja möglich, ne? Mit dem einen oder anderen Geschick, und die waren ja da in der Werkstatt, in der Fertigung von Wolfsburg, also wer war für die natürlich das kleinste Problem. Aber das war natürlich, ich sag jetzt mal, die haben vielleicht ein, zwei Saugrohr oder ein, zwei spezielle Teile für ein oder zwei Fahrzeuge gebaut und dann war vorbei. Ne? Und dann musste ja aus dieser Prototypenfertigung musste ja eine Serie anlaufen. Das ist dann halt relativ zügig und zeitig auf den Plan gebracht worden. Und ich finde es einfach nur unglaublich irre, was die Geschichte früher oder was die Zeit früher für Geschichten geschrieben hat. Da gibt es noch, kann ich jetzt, passt jetzt nicht so ganz in das Thema, aber es gibt noch eine wunderschöne Geschichte von Mercedes, die passt einfach jetzt vom Inhalt so wahnsinnig geil da rein. Der Wachsenberger, das war einer der führenden Leute, die im Bereich Mercedes wirklich für alle sportlichen Bereiche für damals 300 SL Silberpfeilgeschichte, da hatte der die Finger zu der Uhlenhaut. Das ist, wie gesagt, eine ganz andere Geschichte. Wird der eine oder andere VW-Fahrer vielleicht nur so ansatzweise von wissen. Aber auch da ist die Geschichte als solches einfach so toll. In einer Werkshalle von Mercedes hatte sich dieser Wachsenberger einfach selbst ein Fahrzeug zusammengebaut, denn der öfter mal größere Strecken zu fahren und dann mit so einer olle 280er hatte der keinen Bock drauf und dann hat er sich dann tatsächlich mehrere Fahrzeuge gebaut. Unter anderem, nachher ist er mit berühmt geworden, da gab es auch eine riesen Story in der Oldtimer-Markt, dass er sich so eine Pagode SL mit einem M100 mit so einem 6,9er Motor gebaut hat. Und bis dahin war es halt ein weiter Weg und er hat sich dann auch genau das gleiche Schema wie mit dem Golf und dem Audi, hat sich dann irgendwie aus dem Werk da in irgendeiner Ecke so eine Karosse zusammengezimmert und hat dann den Motor, den fetten Motor, der damals nur in dem 600er, in dem Papstauto drin war, in so eine 280er, 300, ich weiß gar nicht, was das für eine Gurke war, da reingebaut und ist dann damit so die ersten Probegeschichten da in der Halle gemacht und dann sollte der mal laufen und dann hatten wir aber noch keinen Auspuff gebaut und dann haben die gewartet, bis dann der alte Uhlenhaut Feierabend hatte oben. Aber der war noch gar nicht weg. Das war der Dumme. Der hatte das Fenster auf, war mitten im Sommer und der Wachsenberger hat dann unten Ballett gemacht und hat dann den Motor ein bisschen rum, 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 rum. Und Uhlenhaut kriegt er das oben mit. Und sagt er, hat er aus dem Fenster geguckt, sah dann die, das war ja alles ein bisschen kleiner, heute würde man sagen, 35 Kilometer in die Richtung. Nein, das war damals alles relativ, der Rall ist relativ zentral. Und dann sah er, dass da noch irgendwelche Vögel in der Werkstatt waren. Und dann ist der am nächsten Tag da runter. Er wusste von gar nichts, aber hat er die nächsten Tage das beobachtet, was da passiert und dann hat er gesehen, wie die dann irgendwann mit diesem 280, 300er, was es auch immer war, mit diesem 6,9er Motor aus der Halle rausgerollt sind. Und ein, zwei Pirouetten auf dem Hof, die dachten ja, wie gesagt, der ist ja wieder nicht da. Das hat er dann alles mitgekriegt. Heute würde man direkt einen Film oder ein Foto machen. Gab es damals alles nicht. Dann ist er ein, zwei Tage später da runter in die Werkstatt, ist zu dem Wachsenberger gegangen und hat gesagt, hör mal, morgen Abend 17 Uhr, liegt der Schlüssel von dem, was der da abgedeckt hat, von dem liegt oben bei mir am Schreibtisch. Alles klar? Danke. Schönen Abend. So, dann saßen die alle Kinnlade runter. Der Alte hat es mitgekriegt. Ja, und dann lag der Schlüssel da und dann ist er mit den Dingen spazieren gefahren. Und daraus, aus dieser Geschichte, wirklich ganz ernst zu nehmen, ist der 108, 109er
300 SEL 6,3 geworden. Das ging nicht damals nicht, wie ich eben fälschlicherweise 6,9er, sondern 6,3er. 6,9er kam ja erst später, habe ich mich jetzt vertan. Aber egal, es ist derselbe Motor, beides M100. Aber dieses Auto, was wir alle kennen, diesen 300er SEL 6,3, was immer ein Exot war, wenn man das Ding, das konnte man sofort erkennen, die Auspuffanlage war auf der anderen Seite von den kleineren Modellen. Das Ding ist genau so entstanden. Genauso wie der Golf GTI, ursprünglich Golf GTE, so entstanden ist erst auch dieses Auto so entstanden. Dann ist ja nur, hat er am nächsten Tag zum Baxenberger gesagt, ihr seid ja irre, ihr seid ja krank im Kopf, das Auto ist ja unfahrbar. Ja, ja, wir müssen noch so ein oder andere Stellschraube drehen, aber gehen tut er gut. Ja, der gehen tut er super. Und daraus ist die Serienfertigung dieses Fahrzeugs geworden, womit Mercedes ja heute noch ganz weit vorne ist. Nur so als Anekdote, jetzt überhaupt nicht passend zu dem Auto, aber was ist für tolle, und es gibt noch mehr Geschichten zu der schwarzen Witwe von Opel und. Man könnte ein ganzes Video nur über diese, ich sag jetzt einfach mal, Entwicklungsphasen der einzelnen Hersteller unglaublich. Es gibt fast keinen Hersteller, der nicht irgendeine Geschichte an den Tag zu legen hat. Aber wie gesagt, das ist mir ganz wichtig gewesen, dass man das halt transportiert, dass man weiß, dass es nicht irgendwie nur einfach ein Audi, ich sage jetzt mal, ich mag das Auto, ich habe es wirklich gern. Es ist jetzt nicht abwertend, was ich sage, aber wenn man überlegt, das Design vom Auto ist ja eigentlich so das Design, wie man einen Sechsjährigen sagt, zeichne mal ein Auto. Der zeichnet in etwa die Silhouette von einem Audi 80. Ja, ist also relativ, da ist keine große Linie drin, da ist kein Schwung drin oder sonst, aber trotzdem hat das Auto einen unglaublichen Reiz. So, und wenn man diese Geschichte nicht kennt, würde man ja niemals auf die Idee kommen, dass dieser Audi 80 B1 zwangsläufig wichtig für die Entstehungsgeschichte des GTI-Status gewesen wäre. Da hätte jeder gesagt, wovon redest du da? Blödsinn. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Doch, hat es zu tun. Und das ist halt wichtig, dass man da auch vielleicht mal, wie jetzt auch dieser kurze Einwurf da mit dem Mercedes, der sicherlich nichts mit dem Audi oder mit dieser Geschichte zu tun hat, direkt. Aber es sind halt die Geschichten, die das Leben schreibt. Und das sind einfach tolle Geschichten, wo ich dann einfach sage, mein Gott, was ne, und das gibt es ja heute alles nicht mehr. Heute ist halt alles Plastik, Fantastik, da sieht alles aus wie fahrbare Tupperware. Die Leute von heute kennen es nicht anders. Ich will jetzt auch nicht da mit dem Zeiger oder mit dem bösen Finger, nein, das ist alles gut, jeder so, wie er kann und will. Aber das sind einfach so Dinge, wo ich einfach sage, jetzt ist es an der Zeit, einfach mal die Schatulle aufzumachen und Geschichten von früher zu erzählen. Und vielleicht dem einen oder anderen vielleicht sogar eine Entscheidung zu ermöglichen, der vielleicht mit ein bisschen Abstand zu seinem Auto über so ein Fahrzeug stolpert und sagt, naja, hätte ich jetzt nicht, wäre nicht schlecht, aber ist das jetzt wirklich so interessant? Doch, diese Autos sind so interessant. Ob es ein Audi ist, ob es ein Opel ist, ob es ein Ford ist, ein Consul, Granada, Escort, Taunus, was auch immer für eine Gurke. Es ist jedes Auto wert, in irgendeiner Form erhalten zu werden. Weil wenn wir das nicht tun, wird es sowas wie diese Videoreihe in 20 Jahren nicht geben. Dann sind das alles Dinge von ganz früher. Mensch, weißt du noch, damals hatten die auch schon 4 Räder, aber die sahen ganz anders aus. Es ist nicht mehr wirklich greifbar. Und das macht die Sache so interessant. Deswegen spielt das doch heute überhaupt keine Rolle, wenn man auf ein Treffen fährt und da jetzt ein Opel oder Ford oder es ist egal, was da steht. Der Enthusiasmus ist überall dasselbe. Alle kämpfen mit dem Thema Rost, alle kämpfen mit dem Thema Ersatzteilversorgung. Und die Zeichen, die Herstellerzeichen, die sind halt unterschiedlich. Naja, die Probleme sind dieselben. Von daher wünsche ich mir für die nächsten Jahre noch viel, viel Material für derartige Geschichten als Hintergrund, damit man was zu erzählen hat. Und bedanke mich recht herzlich. Natürlich der Hinweis, bitte, bitte abonnieren, freut uns alle. Und ich denke, das nächste Video wird auch wieder interessant von PMTech, der Oldtimer Service. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder Freude gemacht. Danke!